I am too stupid for recording. Meine Damen und Herren, Gentlemen und Gentlewomen, wir gehen in den Tempel des Glaubens. Whee! Ist das eine typische Arena? Diese verdorbenen Seelen entweihen den Tempel! Vernichte sie! Oh nein! Komm doch mal Schlangen, Ladies! Tun doch nix. Oh, sie droppen Blut. Sie sterben schnell. Dann nehmen wir die ganze billige Blut mit. Die kleinen Nebenmissionen. Und wenige von denen. Schwingt eure Schuppen hier raus! Wir brauchen Verstärkung! War ein schwacher Gott, Meteoritenschauer, du weißt das Zeug. Die Jägerin herrscht. In den Tod. Nichts anderes tut sie. Okay. Ich rufe die Kabale. Und wer sind sie? Oh, Pilzgefährt hat schon wieder einen fahren lassen. Besser Typ. Und ja, lange Ladies. Tornado, los! Sie fällt nur, um wieder aufzuwecken. Jetzt kommen noch immer welche. Nein, in ein paar Stunden. Da wird es wahrscheinlich noch eine zweite Stage geben. Riecht nach zweiter Stage und nach grüner Lot. Geht! Ich bin einfach durchgerannt. Glaubst du das, Pilzgefährte? Die Schrift muss hier drinnen sein! Reinige diesen heiligen Ort! Und was reine. Oh, Brechers! Und dann will mal die Brecher brechen. Donnerfresser. Cooler Name. Nicht eine Donnerfresse. Ja, mit der Billiglut. Das wird wahrscheinlich nur eine kurze Nebenmissionsfolge. Jetzt kommen schon ein paar mehr. Level up! Tornado City down. Die Kollegen machen schon. Pilzgefährte, Tornado-Experte, Gefährte und der kleinen Drachendings. Dort! Die Schrift muss in dieser Truhe sein! Finde die Schrift, oh ja. Was? Toll. Und was jetzt? War das die ganze Mission? War das denn wirklich alles? Oh, was? Touristen. Stecke ich die Punkte irgendwo rein? Ja, das tue ich. Einfach irgendwo rein. Oh, Tornado ist ja das Wichtigste. Da drüben ist der Typ. Ich will keinen Wiesenkampf. Gut. Ah, du bist das. Die Schrift des ewigen Glaubens. Sie existiert! Ich muss sie gleich sofort lesen. Leben heißt nicht zu warten, bis der Sturm vorbeizieht. Leben heißt zu lernen, wie man durch den Regen tanzt. Das ist so tiefgründig. Ich spüre die Wärme der Götter in meinem Herzen. Danke dafür! Ich hänge sie mir in mein Gäste-WC, auf das alle ihre Herrlichkeit spüren. Ich höre noch keine Herrlichkeit, aber Geld spüre ich. Genau, das ist Herrlichkeit. Wir wollen zuerst die Nebenmission fertig. Linsen da. Linsen. Und dann gehen wir uns die nächste Mission anschauen.
Ich glaube, wir müssen halt in der Mission zuerst machen, dass wir da rein dürfen. Oder diesen kleinen Tempel hier. Was riecht hier so? Kommt das aus dem Verlies? Es ist ein Schreinteil. Oh, Medusas. Oh, Blobs. Krass. Blobs sind krass. Und was sonst noch, Pilzgefährte? Daneben. Verdammte Tornado ist stark. Spawn so langsam. Das ist ein Platsch. Gutes. Wir können nicht ein paar Sekunden schneller droppen. Ja, ja. Was sonst noch für dem Spiel am Plan läuft, ist erstmal durchspielen. Ich werde wahrscheinlich ein Box-Opening machen. Ich glaube nicht, dass ich mich in die Chaos-Ränkte zu viel reinhaue. Mal schauen, was ich sonst dann zur Zeit zum Spielen habe. Da Outriders, der als nächstes Let's Play geplant ist, mit Wurzler im Vordergrund dann nachher. Wenn ich sowieso keine Views bekomme, bis auf TikTok Highlights, komischerweise. Das ist doch ziemlich egal, was ich spiele. Aui! Ah, nein, lass mich in Ruhe. Pilzgefährte! Nein! Nein, lass mein Pilzgefährte in Ruhe! Blitzgefährte, halte durch! Nice! Ich bin selber gestorben. Dann sterben wir zusammen. Tornado! Schweine, Blitzgefährte getötet! Ich sehe nichts mal. Das war jetzt auch nicht gerade das Beste, aber wir nichts Goldenes haben und Violettes. Offenweise Drecksloot. Aber es wird verkauft. Wir müssen irgendwie Geld machen. Und das Blau ist ein neuer Zauber. Okay. Das Schnipsdings. Ding hat wahrscheinlich noch eine zweite Stage. Ja. Oh. Tanzbogen, schaltes Licht. Probieren wir lieber das Violette. Zweite Stage. Oh, coole Stage, aber. Das ist immer was anderes. Das soll man vorher gegen den Eisklump sehr effektiv sein. So wäre den Kampf. Blob! Putzwürmer sind zum Kurzen. Ah, ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendeinen Schaden gemacht hat. Ich glaube nicht. Ja, Abracadabra-Zauber sind nicht so das Beste. So heißen die, oder? Abracadabra-Zauber. Fällt mir nicht, wird gleich ersetzt, sobald ich eine neue Möglichkeit bekomme. Neuen Zauber in meine Hände. Unbedingt. Brennender Klopp. Was habe ich denn da in der Hand? Habe ich da mitgenommen? Sturmgewehr, blau. Bitte erheben, also das, was wir von der letzten Mission bekommen haben. Apogee. Ich muss den Klops dann schneller wegmachen. Ob das blau ist. Was doch, oder? Nein.
meinen Skin rein. Und ich weiß es. Total out, habe ich gehört. Oh, jump, jawohl. Nicht genau. Sollte ich genau zu dir kommen. Flatsch. Der Flatsch. Eisklumpf, deswegen macht meine Eiswaffe nichts. Da ist der Eisklumpf. Wow, okay, verstehe, nicht da drinnen stehen. Da ist Loot drinnen. Spitzgefährte, geht doch raus. Da ist der Psychopath. Na. Dann belebe ich dich halt. Was für ein Psychopath, dieser Blitzgefährte. Dann versteht man einfach nicht, was der will und was der macht. Du siehst ein Schreinteil! Yep, das sehe ich. Ich habe... Danke! Was haben wir hier? Eine Gedichtseite. Ihr habt eine Gedichtseite gefunden. Dichter und Helden sind sich ziemlich ähnlich. Doch retten Dichter wohl kaum die Vermissten. Schwingt eure strammen Waden für den Rest des Gedichts einfach in die Taverne von Prachthof. Ich weiß ja nicht. Oh, das war doch richtig Dreck. Ist da offen? Das ist nicht offen. Oh. Rolle. Nee, geht nicht. Ich rein. Es sind Komm. Für Barty gebundenen. Kämpfe dir den Weg frei und erteile diesen Betrügern eine Lektion. Einen Moment. Und fangen, Ladies. Da ist doch keiner mehr, Pilzgefährte. Was ist das denn krasses? Oh, was bist du? Du bist dein. Oh, der hat's aber... Wie krass eigentlich? Wie die Shotgun krass wirkt. Pilzgefährte, hinter dir. Ihr seid hier! Er hat sich doch zu Tode erschreckt, der arme Pilz. Hat er keinen fahren gelassen. Sie fällt, nur um wieder aufzuerstehen. Oh, meine Fangzähne. Nicht scharf genug. Ja, dass er die Zahnfee suchen. Sicher neue Zähne für dich. Warm gestanden. Da gibt es wieder eine zweite Stage. Für dich. Oh. Wo ist mein Feuer-SMG? Hier. Warum nicht? Testen wir es. Schaut ziemlich ähnlich aus vom Aufbau her. Diese Mission nicht mehr erinnern. Geh weiter, Warmblut! Aber die Oberweltmissionen sind ja eh nicht so cool wie die Ingame-Mission mit Welt. Also, keine pinken Wale. Ihre Schuppen, alles schwer, schwer. Gehen. Oh, das Wert gehört nicht mir. Ich fürchte die Magie. Und das war's mit meiner Munition. Wo bist du hin? Lona, da ist sie
Wow! Geh laut, gell? Mit dem Dreck. Ach, geht er halt nicht. Das sind Handschellen. Perfekt, bringen Sie mir! Das sind Handschellen. Das sind doch Handschellen. Oh boy. Oh boy. Kein Fight, kein Fight. Bin friedlich. Cool, cool, cool. Oh. Oh. Nettes Haus. Talk to me. Meine Brille, ich kann wieder sehen. Mir reicht auch eines der Gläser, um in die Karten der anderen Spieler zu schauen. Aus dem anderen baue ich dir ein monokulares Fernrohr. Hier, damit kannst du die unsichtbaren gewundenen Brücken sehen. Die stehen hier überall herum. Ich weiß, aber wir wollen diese hier. Hast du die Brücke gefunden? Halte die Augen offen, es gibt hier noch viel mehr davon. Das interessiert doch keinen. Mache ich auf Episode. Ist das das letzte Gebäude? Drowned Abyss. Thumbnail. Hier mal, will man das Licht einschalten? Kaum ein Lichtstrahl schafft es je in diese Tiefe des dunkelsten Grabens des Ozeans. Oh, mir fällt gerade ein, ihr trefft hier auf einen meiner Lieblingscharaktere. Ich weiß noch, als ich ihre Lieblingsfigur war. Siehst ja, was dabei rausgekommen ist. Pass auf dich auf, Schicksalsbringer. Sonst fällt dir noch jemand in den Rücken. Das würde sie doch nie tun, oder? Eine coole Waffe. Die Preise sind zu hoch, da kann ich mich auf jeden Fall nicht entspannen. Wo hast du das denn gefunden? Müll wie alles andere hier. Das ist ganz schön mitgenommen. Alles weg damit. Gib her! Du weißt nicht, was du da hast. Müll, noch Müll, was Müll, für eine Müll, Müll. Gleich mal die Schmelze anwerfen. Müll. Ja, gib rüber. Soll ich die Waffe von mir verkauft? God damn it! Pistol. Raketenwerfer, Schrotflinte, was habe ich verkauft? Das SMG. Weg damit. Weg damit. Gratulation, anderes SMG. Du wurdest befördert. Oh. So schnell geht's. Wird man unabsichtlich verkauft und ist schon draußen aus dem Team. Sorge bis. Wie soll ich mir da ein Sonnenfunnel machen? In den Graben haben wir. Wir haben doch kein Leben. Wir riechen doch nach Pfützen. Nicht ihre eigene Schuld, aber trotzdem. So, was haben wir? Wie viele Kugeln? Wahnsinn! Auf euch einzukommen! Ah, wie viele von den Dingern kriegen wir? Probieren wir das nächste blaue SMG. Werfest, das gefällt mir jetzt schon nicht. Ich bin nicht auf Werfwaffen. Die Map erinnert mich irgendwie an eine Remnant from the Ashes Map. Sie hatten coole Designs. Würde ich vielleicht auch nochmal spielen. Eine gebundenen Priesterin namens Kassara steht vor euch. Sie will euch scheinbar nichts Böses anhaben. Du schaut nicht so cool aus. Was suchst du hier unten, Glatthaut? Wow, wow, wow. Diese unfreundliche Art, wie sie Glatthaut gesagt hat. Ich bin beleidigt, glaube ich. Ich verstehe ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum Haut so eine große Sache ist. Mal ist sie zu trocken, dann wieder zu feucht. Igitt. Nein, danke. Tja, du kannst das nicht verstehen. Du hast keine Haut. Okay, der Nächste, der Haut sagt, verbrennt spontan. Sie hat damit angefangen. Ich bin nur auf der Durchreise. Was hast du hier zu suchen?
Tut mir leid. Ich habe schon sehr lange mit niemandem mehr geredet. Natürlich willst du hier durch. Ich kann dir helfen. Hier, nimm diese Chiffre. Oh, what? Jetzt blicke auf den Schrein und lass die Worte durch dich fließen. Ja, Drill, ja, wow. Wie habe ich das gemacht? Nur die Gewundenen dürfen den versunkenen Abgrund durchqueren. Diese Chiffre gewährt dir unsere Sprache. Es gibt 3 weitere Schreine. Du musst ihre Worte laut aussprechen, damit der Opfertempel sich öffnet. Dies war einst ein heiliger Ort für mich und meine Schwestern, als wir uns den Himmel noch teilten, vor der Zeit der Ketten, vor dem Ertrinken. Du musst zum Opfertempel. Darin findest du ein Licht, das uns den Durchgang ermöglicht. Darf ich weiter? Okay, danke. Danke für die Backstory. Ich finde sie echt ein wenig gruselig. Und nicht nur wegen dem H-Wort. Ja, sie verwendet so viele Nomen. Ketten, Ertrinken, Opfertempel. Was? Nein, sie ist toll. Ich will, dass ihr sie mögt. Also, dem Skeletttypen habt ihr doch auch vertraut. Ja, er war ein Pirat. Okay, mit eurer Fähigkeit Absicht aufdecken, stellt ihr fest, dass sie super süß, aufrecht und vertrauenswürdig ist und dass ihr sie liebt. Ja, aber die Priesterklasse verfügt über die Fähigkeit Absicht verbergen. Interessant, dass dir so welche Kanonen eingefällt. Nein, ich geh schon raus. So, Achtung, Blitzgefährte, da spuckt der her. Oh, damn. Das ist ein giftiger kleiner Klump hier. Gase, Blitzgefährte. Keine Ahnung, was von mir abgeht, aber einfach mal reinschießen. Amako. Ah, da ist er ja. Neues MG zeichnet sich nicht gerade aus. Kommt raus mit dem Kopf. Verdammt, warum hat der so viel Leben? Verdammt viel Leben. Oh, auch von meinem Bildschirm rumzuzappeln. Noch ein kleiner. Der ist abgehauen. Erfolge in Tornado. Hier wieder einen Weg rauf. Ja. Oh, vielleicht die gute angehauchte Musik. Ah. Den Blob habe ich übersehen. Schützgefährte, schläfst du beim Job? Vernichtung steht an. Okay. Der Blob ist tot. Ach, was ist das? Abbrennen da. Hab gesehen. Ah, das SMG begeistert mich nicht. Ah, die ist leer. Dann sind wir ein bisschen waffenarm dran. Ich gehe dann jetzt zurückverkaufen. Oscar Blitzgefährte. Ja. Drill. Vertagen. Das Zeug, das wir vorlesen sollen, klingt echt bösartig. Wer weiß, es könnte auch ein Rezept oder so sein. Ja. Ein Rezept mit Menschenfleisch. Menschenfleisch me. Sonst gibt's Probleme mit der Altersfreigabe. Was? Verstehe ich nicht. Etwas Blaues drin, das wollen wir uns natürlich auch.
Ich will cool das hier mal. Wo ist Mordokai? Zero? Ist Zero hier? Mit X? Was bist du denn? Snyder? Die drei Schwestern bringen sie dazu, mit ihrem berauschenden Sirenengesang aufzuhören. Sie haben meine Männer in ihr verdorbenes Nest gelockt und in ihren Untergang. Dessen bin ich nicht wahr. Ich wünschte, ich hätte sie selbst retten können. Aber ich sitze hier fest, seit die ganze verdammte Summe explodiert ist und dieses Treibgut auf mich geworfen hat. Oder Strandgut, ja, wie dem auch sei. Bitte! Erlöse meine Männer von der verhexten Misere und mach diesen verdorbenen Hexen ein Ende. Bevor sie noch mehr Unheil anrichten. Sie sind. Sorry. Okay. Einem Lied verfallen? Was für Weicheier. Nur damit das klar ist. Der tote Pirat hat von Sirenen geredet, oder? Von gefährlichen Frauen, die Seeleute in den Tod durch Ertrinken locken. Nicht von den magischen Damen, die in unserer Welt real sind. Jawohlski, ganz genau. Ihr beide zieht ja voll die Schlussfolgerungen und so ein Scheiß. Oh, cool. Da war eine Kiste irgendwo. Ich hole sie mir, Jojo. Sollte eine Kugelchen? Nein? Okay. Hier ist die Kiste. Hier ist die Kiste. Hier. Oh, nee. Mist. Okay. Dann weiter. Als ihr den Tempel der Schlängeschwestern betretet, ist es dort unheimlich still. Ich weiß, was ihr denkt. Was ist hier los? Wo sind diese Frauen? Und müssten sie nicht singen? Gar nicht. Das gibt doch den Weg zurück dann, oder? Laut Karte schon. Oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Urstrein hier. Aber gut, mal hallo. Ein weiterer Narr, der uns herausfordert. Prüfen wir deine Entschlossenheit. Bilden wir jetzt die Seemänner weg. Die Seemänner waren schwache kleine Dumpfbacken. Leicht zu besiegen. Wollen wir doch mal sehen, ob du zäher bist. Oh, es hat gespawnt. Ich kann, ob ihr zäher seid. Schaut nichts aus. Oh, nein, nicht verführen lassen. Um unserem Sirenengesang zu widerstehen. Ach ja? Ich bin stark genug, um jeden aufzuhalten, der diesen lieblichen Gesang beenden will. Schwestern, ich glaube, wir haben unseren Champion gefunden. Champion, geh und besiege. Erlege, töte, Captain Klaue. Ja, ich werde Captain Klaue töten. Ich hasse Captain Klaue. Was denn? Haben uns diese Schlangentanten etwa verzaubert? Ja, ihr müsst tun, was sie sagen. Das erinnert mich an Carol. Will ich die Story hören? Bloß nicht. Es begann, als sich unsere Blicke in diesem Bistro auf Hedon 6 trafen. Hey, was habe ich eben gesagt? Bloß nicht. Bloß nicht. Gut, okay. Ich habe den Faden verloren. Was? Parcours-Puzzles? Nee, zu hoch. Darüber. Da komme ich auch nicht drüber. Oh ja. Ja, mal schauen, wo die wohnen, dass ich hingehe.
Ja, direkt um rüber um die Ecke. Dann schauen wir mal rüber, ob der Klaue hier lebt. Komm heraus, Klaue! Ich will, nein, muss dich töten! Sofort! Ah. Na schön! Dann töte ich deine Haustiere, bis du dich zeigst. Ja, aber mit Bewusstsein. Ja, und sie klingen echt deprimiert. Oh. Oh mein Gott. Böse. Bewusstsein zu haben ist scheiße. Skills, das wollen wir, glaube ich. Intelligenz brauchen wir auch unbedingt. Jo, Mann. Wer bist du und wo bin ich? Das habe ich mich auch gefragt, als die Schlängelschwestern mich und meine Krabbenbrüder mit einem Fluch des Bewusstseins belegten. Ich habe Fragen. Das ist Bewusstsein. Eine endlose Abfolge von Fragen, auf die es keine Antworten gibt. Wie erträgst du es, so zu leben? Also, weißt du, ich... Die Frage war rhetorisch. Ich will... Wir wollen zurück in unser altes Leben, als wir unbeschwert herumkrabbeln konnten. Denken zu können, ist ein Fluch. Arme Krabben. Bitte hilf uns. Gemeinsam können wir die Schwestern vernichten. Zuerst musst du die Vermuschler zerstören. Das sind magische Resonanzverstärker, mit denen sie ihren Gesang intensivieren. Ist das so ein Ding? Wo führst du mich herum, Spiel? Das sind Vermuschler, ja. Wieso konnten die Krabben die Vermuschler nicht selbst zerstören? Eine sehr gute Frage. Dass sie keine Waffen haben. Dass sie nicht schießen können. Dass sie nicht an die Wand klettern können. Böse Blickkrabbe. Scheint Leben zu haben. Wow. Und Laser. Mach ihn weg, mach ihn weg, mach ihn weg, mach ihn weg. Das war's wieder mit der Muni. Aber sie hat uns zurück zu den Automaten geführt, ganz wichtig. Dann kann ich dann gleich verkaufen gehen, nachdem dieser Fight vorbei ist. Den Blitzgefährte fertig geputzt hat. Wir hätten die Vermuschler ja selbst zerstört. Aber unsere Scheren sind eigentlich nur zur Zierde. Das war uns vor dem Fluch der Schwester noch nie peinlich. Ich lerne gerade so viel. Nachdem du die Vermuschler zerstört hast, können die Schwestern dich nicht mehr beschützen. Wir treffen uns bei ihrem Versteck. Es ist gestern nochmal ziemlich gut. Aber zuerst wird verkauft. Und je mehr Würfel, desto besser die Beute. Muss ich vergleichen. Sonst gibt es da noch etwas Interessantes hier oben? Nee. Dann machen wir eine Folgenpause.